Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und es geht hier um einen Satz, den man so oft hört. Warum passiert mir das immer wieder? Und ich komme nachher nochmal auf ein Beispiel zu sprechen aus einem Selbstverteidigungskurs, der hier auch so schön passt. Dieser Satz, wenn wir ihn so betonen, dann bringt er uns in eine Opferrolle. Das Schicksal meint, es ist schlecht mit mir und immer passiert mir das und so. Und es lässt den Eindruck aufkommen, dass ich gar keine Möglichkeit habe, etwas zu ändern. Ich kann den Satz aber auch anders betonen und fragen, warum passiert mir das immer wieder? Und dann auf die Suche gehen. Und dann bin ich nämlich plötzlich wieder aktiv und kann handeln. Dieses Beispiel aus der Selbstverteidigung betraf meine Tochter damals. Ich glaube, sie war so 15, 16. Da machte sie bei der Polizei so einen Selbstverteidigungskurs. Das war damals von der Schule organisiert. Der Kurs war ziemlich tough, also sie musste da einiges aushalten. Und man sagte ihr zum Schluss oder der Gruppe zum Schluss, die größte Sicherheit, die ihr jetzt habt, ist, dass ihr eine ganz andere Ausstrahlung habt. Dass man es gar nicht mehr bei euch probieren wird. Weil ihr wisst, wie ihr handeln könnt. Weil ihr wisst, was ihr tun könnt. Und das sei der größte Schutz für diese Kinder waren das ja in diesem Fall, oder Jugendlichen. Und ich denke, da ist unglaublich was dran. Es sei, man sagt, es gäbe so Antennen zwischen Täter, Opfer. Und ich rede hier ja in keinster Weise nur von dieser körperlichen Gewalt. Ich habe das nur gerade da mal als Beispiel genommen. Sondern das betrifft ja manchmal Mobbing, das betrifft ja auch manchmal dieses Ausgenutztwerden in der Familie oder wie oder was. Da gibt es ja so ganz viele Bereiche, wo wir diesen Satz sagen, warum passiert mir das denn immer wieder? Oder im Verein oder was weiß ich, immer wieder ist man nachher die Dumme, die da zum Schluss dann noch irgendwie was weiß ich aufräumt oder. Also der Satz passt ja an vielen Ecken und Enden. Aber wenn wir da mal hinschauen und gucken, was strahle ich aus oder was kann ich ändern? Wie müsste ich mich anders verhalten, damit mir das nicht mehr passiert? Dann bin ich wieder in dieser handelnden Rolle und dabei drücke ich dir alle Daumen, dass das gelingt, falls du auch dieses Thema hast und da öfter mal der Satz fällt, warum passiert mir das immer wieder? Dann wird er in Zukunft sicherlich auch manches Mal anders betont werden und du fragst nach dem Warum, was du ändern kannst. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und sage Tschüss.